Ja, vielen Dank. Ich habe hier schon ein kleines Too Long Didn't Read, weil der Titel ist hier noch relativ kurz. Der Masterarbeitstitel ist tatsächlich noch länger. Und ja, es sind viele Punkte. Ich bin zu dem Thema auch selber gekommen, weil ich mit den Daten eigentlich inhaltlich arbeiten wollte und aber festgestellt habe, sie sind nicht so, wie ich sie gerne hätte. Es ist grundsätzlich so, dass wir eine Zunahme von großen digitalen Corpora haben in den letzten Jahren, die einfach ganz viele tolle, neue, innovative Analysen ermöglichen. Aber es eben viele Herausforderungen auch für die Geschichtswissenschaft gibt, epistemologisch wie methodisch, weil es bisher einfach noch wenige Methoden und Konzepte für die quellenkritische Untersuchung großer Datenmengen gibt. Und für dieses Korpus Open Discourse stellt sich das konkret, hat sich das konkret für mich gestellt. Das ist ein Korpus aller Redebeiträge des Deutschen Bundestags seit 1949. Und dafür hatte ich dann eben ich nenne sie Goldstandard-Korpus-Evolution, für mich gebaut. Und das ist somit die Fallstudie dafür. Es ist nicht der einzige quellenkritische Methode, die ich darauf angewendet habe, aber die ich heute hier vorstellen möchte. Genau, und das Open Discourse Corpus basiert auf den Open Data des Deutschen Bundestags. Der Deutsche Bundestag hatte diese schon jetzt einiger Zeit online gestellt, und die Plenarprotokolle sind eine sehr gute und wichtige Quelle für die deutsche Zeitgeschichte, um einfach politische Diskurse nachzuzeichnen. Für jeden Sitzungstag ist ein Protokoll vorhanden, jeweils in XML- und PDF-Format. Von 1949 bis 1998 basieren die auf Scans gedruckter Dokumente. Seit 1998 sind es Born Digital PDFs. Die XML-Dateien basieren auf den PDFs bis 2017. Seitdem sind sie in strukturierten XML. Und das bedeutet, dass aus diesen PDFs der Text extrahiert wird. Das heißt, es sind Layout-Artefakte drin und es sind Layout-Artefakte drin und es ist nicht strukturiert. Das heißt, wir haben den kompletten Rohtext ohne eine Einteilung in Inhaltsverzeichnis, Hauptteil und Schluss, und vor allem haben wir keine Einteilung in die einzelnen Redebeiträge und auch keine Zuordnung. Das bedeutet, dass automatisierte Analysen, die eben über reine Frequenzzählungen, über Nennungen im Bundestag, wie es beispielsweise dieses Zeit-Bundestagsprojekt von 2017 gemacht hat, nicht funktionieren. Daneben gibt es noch die Stammdaten des Bundestags. Das sind die Daten zu den Abgeordneten, die es im Bundestag gab. Nicht nur die Abgeordneten, nicht Regierungsmitglieder. Es gab schon eine Reihe von PolitikerInnen, die kein Mandat hatten, was auch noch relevant wird. Spoiler. Open Discourse. Open Discourse, wirklich ein tolles Projekt, ist ein gemeinnütziges Projekt von der Limebyte GmbH. Es ist ein mittelständisches Berliner Data Science Unternehmen, die das 2021 veröffentlicht haben. Und dieses Projekt hat sich eben zur Aufgabe gemacht, diese Lücke zu schließen. Und sie haben eben ein Online-Interface gebaut und einen Korpus gebaut. Dieses Korpus enthält 900.000 Redebeiträge, die eben extrahiert wurden. Davor gab es schon andere Corpora, wie beispielsweise das Germapal-Korpus, das aber nur bis 1996 zurückging, aber tatsächlich vor 2 Tagen jetzt auch vollständig bis 1949 vorliegt. Das liegt in einem XML-TI-Format vor. Open Discourse sind Datenbanktabellen. Genau. Neben der Redebeitragstabelle gibt es auch Tabellen zu den Fraktionen und PolitikerInnen, wie auch Zwischenrufen. Die hatte ich mir nicht so sehr im Detail angeschaut. Gerade die Zwischenrufe sind aktuell noch in der Beta-Fassung. Also Fraktionen und PolitikerInnen hatte ich mir schon angeschaut, aber jetzt nicht in dieser Präsentation. Nur da, wo sie, ich sag mal, zum Problem werden. Genau. Lange Zeit gab es kein Paper zu dem Datensatz. Das ist jetzt seit Januar, gibt es ein Preprint. Das heißt, diese Zahlen zu der Qualitätsaussage, die habe ich von der Webseite und aus einem Twitter-Thread.
die eben 99,7% Vollständigkeit erklären und eben 99% der Redebeiträge sind seinen PolitikerInnen zugeordnet. Wie wurden die Daten erstellt? Es ist ein mehrstufiger automatisierter Prozess. Ich nehme mal den Laserpointer. Ja, super. Die eben ausgehend sind von den Open Data des Bundestags, die dann eben, das ist vereinfacht, muss ich dazu sagen, erst in die verschiedenen Bestandteile des Dokuments eingeteilt wurden und dann extrahiert wurden und mithilfe der weiteren Daten, das ist Wikipedia tatsächlich, nicht Wikidata, noch ergänzt wurden. Hier wurde sehr stark mit Regex-Mustern gearbeitet. Wer mit Regex-Mustern schon gearbeitet hat, weiß, dass die auf OCR-Fehler anfällig sein können. Das wird auch in dem Paper genannt. Aber grundsätzlich ist das jetzt erstmal, womit gearbeitet wurde. Dabei wurden die Anfänge von den Redebeiträgen identifiziert und dort wurde quasi das Dokument verschnitten. Und jetzt bedeutet das, wenn ein Schnitt fehlt, ein Redebeitrag, sei es ein OCR-Fehler oder etwas anderes, fehlt, bedeutet das auch, dass dieser Redebeitrag nicht nur fehlt, sondern dass der vorherige Redebeitrag auch den Inhalt des folgenden hat. Das wird auch noch eine Rolle spielen. Die Goldstandkorpus-Evolution, das Goldkorpus bezeichnet eine manuell annotierte, perfekte Textsammlung, die eben häufig von ExpertInnen und auch mehreren AnnotatorInnen erstellt wird, wird häufig genutzt, um OCR-Qualität zu evaluieren. Oder aber auch gibt es erste Studien, die sich damit beschäftigen, wie OCR-Qualität sich auf weitere Folgemethoden, beispielsweise Named Entity Recognition oder Topic Modeling, auswirken. Ich habe das adaptiert für als Methode der Geschichtswissenschaft oder der Quellenkritik. Und das geht dann eben in diese fünf Schritte. Im ersten Schritt werden die Kriterien festgelegt, nachdem wir das Korpus untersuchen möchten. Im zweiten Schritt wird eine Stichprobe gewählt. Im dritten wird diese Stichprobe annotiert auf Basis der Untersuchungskriterien. Dann findet ein Matching-Prozess statt. Das heißt, beide Corpora werden auf Elementebene zusammengebracht, in dem Fall auf Redebeitragsebene. Und als letzter Schritt wird analysiert. Durchgeführt sieht es bei mir dann etwas vereinfacht so aus. Ich habe mich damit beschäftigt, also meine Fragen an das Korpus waren sozusagen, wie zuverlässig ist die Redebeitragserkennung? Das sind eigentlich zwei Fragen. Einerseits, sind alle Redebeiträge drin, die drin sein sollen? Und sind auch nicht Textfragmente als Redebeiträge erkannt worden, die eigentlich keine Redebeiträge sind? Das zweite ist, sind die Redebeiträge im richtigen Umfang repräsentiert? Auch hier sind sie vollständig und haben sie nicht zu viel Text sozusagen, Text, der vielleicht anderen Personen gehört. Und als drittes sind die Redebeiträge der richtigen Person zugeordnet. Auch das wieder mit zwei Unterfragen im Sinne von, wurden sie nicht der falschen Person zugeordnet und sind alle Redebeiträge einer Person ihr zugeordnet oder fehlen hier welche? Daneben auch noch Fragen nach der Gruppe, zu der die AkteurInnen gehören. Und dabei aber auch, ich hatte in der Analyse die OCR-Qualität, weil die tatsächlich sehr, sehr gut ist, ausgeblendet und auch die Untersuchung eingegrenzt bis auf den Zeitraum 2017, weil seitdem die Protokolle in einem strukturierten XML-Format vom Bundestag bereitgestellt werden. Und ich unterstelle, dass es... Also erstmal zeithistorisch ist es für mich nicht mehr so interessant und die Daten sind einfach in besserer Qualität. Genau, hier die Nummer 5 fehlt, zu der kommen wir. Eine Sache darf ich noch dazu sagen. Der Grund, warum es hier keine Pfeile gibt, es ist ein iterativer Prozess. Diese Schleife habe ich mehrmals gemacht. Und bei der Annotation, die Schleife habe ich auch mehrmals gemacht und hat auch tatsächlich ein ML-Modell mehrmals gemacht. Nummer 5, die Ergebnisse. Es gibt leider strukturelle Probleme, die Ergebnisse sind ernüchternd und es ist tatsächlich nur sehr
eingeschränkt zu empfehlen. Die Eigenaussage, Fehlerquoten werden stark überschritten und verschiedene Fehlergruppen hier addieren sich zu fast 10% Redebeiträgen, die betroffen sind. 10% kann man mitarbeiten, kann neu sein, ist es aber hier leider nicht. Wir haben wirklich strukturelle Probleme, die sich einfach addieren. Wir haben eben über 3% fehlende Redebeiträge. Dementsprechend haben wir 3% Redebeiträge, die zu viel Umfang haben, und wir haben über 3% Redebeiträge, die eben nicht richtig zugeordnet sind. Das ist tatsächlich nur ein einziger in meiner Stichprobe von den 7.500, der einer falschen Person zugeordnet ist. Und das liegt tatsächlich an einem Problem in den Originaldaten, wo es einfach zwei PolitikerInnen gab mit dem gleichen Namen. Und der Bundestag, der stenografische Dienst, hat tatsächlich in den gedruckten Protokollen Fehler gemacht. Das liegt eher tatsächlich daran, dass bei der Modulierung der Daten Abgeordnete können gleichzeitig Abgeordnete sein und StaatssekretärInnen. Und diese Komplexität wurde hier eben nicht betrachtet. Und dementsprechend fehlt das. Und das schlägt sich dann tatsächlich auch für die Zahlen der Bundesregierung sehr stark nieder. Wir sehen, 25% der Redebeiträge für die Bundesregierung sind fehlerhaft. Und das ist schon recht problematisch. Und für den Bundesrat, auch wenn es nur ein marginaler Anteil an RednerInnen im Bundestag sind, fehlen 100%. Also das ist leider hochproblematisch, würde ich sagen. Je nach Untersuchung natürlich. Es gibt nicht einen einzigen Grund, warum das so ist. Allein für die fehlenden Redebeiträge habe ich über 20 einzelne Fehlergruppen ausmachen können, die dieses Problem auslösen. Einer ist beispielsweise, dass in dem Regex-Muster davon ausgegangen wird, dass Nachnamen mit einem Großbuchstaben beginnen. Leider ist es einfach nicht per se der Fall. Es gibt sehr viele Menschen, die ehemaligen Adelsgeschlechtern angehören, deren Nachname mit einem kleinen Buchstaben beginnt. Das heißt, hier fehlen fast 15.000 Redebeiträge im Gesamtkorpus. Das ist nicht hochgerechnet, das ist gemessen. Im Gesamtkorpus, die fehlen von Menschen, die hauptsächlich ehemaligen Adelsgeschlechtern angehören. Aber es ist auch so, dass es ein Problem gibt bei der Erkennung von den Zwischenrufen von PräsidentInnen und Kanzler und einer Kanzlerin. Das ist vor allem für Helmut Kohl, der sehr gerne dazwischen gerufen hat, ein Problem. Fast 60% der Redebeiträge von Helmut Kohl sind fehlerhaft. Ich könnte jetzt noch die Liste weitermachen. Eine Sache, die ich dazu sagen möchte, ist, OCR ist tatsächlich ein marginales Problem. Also unter 10% dieser fehlenden Redebeiträge gehen auf dieses Problem zurück. Was bedeutet das für die Arbeit mit solchen Datensätzen? Was bedeutet das für die Geschichtswissenschaft und die Quellenkritik? Ja, ich glaube, Sie kennen alle diese Notion, sage ich mal, von dem Übergang von der Ära der Knappheit zum Ära des Überflusses von Roy Rosenzweig. Und das ist eben etwas, was eine technische Unterstützung für die Bewältigung dieser großen Datenmengen notwendig macht. Und das bedeutet aber auch, wir brauchen nicht nur eine mediale Digitalität, sondern eine konzeptionelle Medialität, um mit diesen Daten umzugehen. Wir brauchen nicht nur Scans, wir brauchen wirklich Datensätze, mit denen wir arbeiten können. Das kann man in anderen Worten auch so fassen, wir brauchen nicht nur Big Data, wir brauchen Big and Smart Data. Und etwas, was wir jetzt heute auch schon gehört haben, eine Möglichkeit, zu diesem Big Smart Data zu kommen, ist Crowdsourcing. Eine andere, die eben auf dieses Open Discourse Corpus zutrifft, ist die automatisierte Annotation. Und ich meine, in den nächsten Jahren wird sicherlich mit Machine Learning und mit großen Large Language Models das massiv zunehmen, und dafür brauchen wir einen Umgang. Diese Herausforderungen beziehen sich eben unter etwas, was man Authentizität nennen könnte. Pascal Föhr hat in seiner Dissertation von 2019 die Unterscheidung zwischen der informationstechnischen und der
historischen Authentizität geprägt. Die informationstechnische betrifft die Bit-Ebene, aber eben auch Fragen nach der Modellierung. Die historische beschäftigt sich mit der Relation zwischen der Darstellung und der Faktizität, also das, was wir als HistorikerInnen schon ganz traditionell kennen. Und weiter kann man das eben dann auch auf die semantische Korrektheit formulieren, nämlich die Übereinstimmung von dem Real mit dem modellierten Sachverhalt. Das Problem ist, diese Kategorien funktionieren bei Smart Data besser, aber das Open Discourse Corpus funktioniert das einfach nicht mehr so stark, weil diese Grenzen verwässern. Durch diese Abstraktion, durch diesen Prozess von der medialen zur konzeptionellen Digitalität wird eine Zugangsstörung zu der Quelle erzeugt. Und das ist eben nicht nur eine semantisch inkorrekte Modellierung im Sinne, dass beispielsweise PolitikerInnen in ihrer Komplexität als unterschiedliche Akteursgruppen nicht gesehen werden, sondern weil die historische Authentizität der Wiedergabe der Originaldaten beeinträchtigt wird. Was sind die Lösungen? Wir müssen uns verstärkt damit auseinandersetzen, wie wir große Datensätze, Quelldatensätze behandeln. Wir müssen Konzepte aus anderen Bereichen oder eben auch eigene Konzepte entwickeln, beispielsweise eben das Goldstandard-Korpus, die Crown Truth oder auch Stichprobenanalysen und sie eben an die Anforderungen der Geschichtswissenschaft anpassen. Wir müssen diese Prüfungen, diese Untersuchungen auf unsere spezifische Untersuchung anpassen. Also es gibt zum Beispiel von Tobias Hodel, wo er eben auch sagt, wenn wir OCR-Qualität uns anschauen und damit den Daten eine Topic Modeling machen, dann ist das Stab S viel relevanter Fehler darin als Interpunktion, die für Topic Modeling nicht so relevant ist. Also es muss auch immer auf den Spezialfall angepasst sein. Und wir müssen eben untersuchen, wie sich Fehler auf die weiteren Prozesse auswirken. Und das ist eigentlich ganz klassisch Teil unserer historischen Arbeitsweise, weil wir einfach uns mit unseren eigenen Urteilen und insbesondere unseren Vorurteilen, und die entstehen eben auch durch unsere Methodennutzung, beschäftigen müssen. Damit braucht es eben einfach, zusammengefasst, einfach ein neues Verständnis und Vokabular für die Evolution der Methoden, der Quellen und der Bewertung der Fehler. Ich hoffe, dass diese Arbeit einen kleinen Beitrag dazu leistet und auch die Relevanz dieser Sachen aufzeigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.